this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend, am 31. August 2018, machen wir eine neue Aufnahme in den Sabbat hinein. Und wie ihr natürlich anhand des Titels des Videos gesehen habt und anhand der Einleitung des Introfilms, geht es um eine neue Lesung des Buches Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Einige Leute fragen sich auch, warum macht der Jörg denn jedes Mal eine Einleitung und stellt sich immer jedes Mal vor? Das hat damit zu tun, dass meine Videos manchmal von Kanälen gespiegelt werden, die keine Referenz geben, von wo sie das Video her haben. Und dann manchmal die Leute, die auf den Kanälen das schauen, gar nicht wissen, wer ich bin. Und deswegen stelle ich mich am Anfang immer wieder mal vor. Nicht, dass ich da irgendwelche Ehre für haben will oder sowas, da geht's nicht drum. Aber wenn die Leute dann Fragen zum Thema haben, dann können sie ja besser mich fragen, als denjenigen, der das Video nur wieder hochlädt und vielleicht teilweise von solchen Sachen gar nicht so viel kennt. Das haben wir ja leider auch schon gemerkt. Damit sind natürlich die Anwesenden ausgenommen. Die Videos, die Viktor und Michael hochladen, die heute wieder meine Gäste sind, die wissen natürlich ganz genau, worum es geht. Aber ich habe auch schon andere Dinge erlebt und deswegen wollte ich das nur mal eben mitteilen. Ja. Über Skype bin ich wieder verbunden mit meinen zwei wundervollen Brüdern in Christus, den einen, ohne den es diese Lesung überhaupt nicht geben würde, der sich da wirklich ganz schön viel Mühe für gemacht hat, sich hinzusetzen und dieses wunderbare Buch Hinter den Diktaturen von Leo Herbert Lehmann aus den 40er Jahren zu übersetzen. Und da sind wir heute, wie gesagt, in der zweiten Lesung, im 9. Kapitel. Und den möchte ich ganz herzlich als erstes begrüßen heute Abend. Viktor, herzlich willkommen zur Lesung heute, wo wir in den Sabbat reinlesen. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und es geht dir gut soweit. Ja, hallo, moin moin. Und ja, bei mir alles gut soweit. Ich hoffe, bei euch auch. Ich möchte jetzt an der Stelle gar nicht so weit jetzt irgendwie ausschweifen oder noch irgendwas erzählen. Ich denke, meine Stimme ist bekannt und ihr... Oder der Jörg hat ja schon gerade erwähnt, was ich mein Hauptpart hier in diesem Projekt. Und damit gebe ich das Wort weiter an Bruder Michael, der uns ja seit kurzem häufiger mal begleitet bei der Sendung. Er beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Ist das nicht schön heute Abend? Hallo Michael, herzlich willkommen. Kann noch alles übertreiben, ne? Hallo, nee. Der eine ist Viktor, ohne den es diese Lesung nicht geben würde, und der andere ist Michael, ohne den diese Lesung schon viel weiter wäre. Aber trotzdem freue ich mich, heute Abend dabei zu sein und mehr zu lernen über den ganz beknackten Österreicher. Na, also das würde ich nun wirklich nicht sagen, dass die Lesung ohne dich weiter wäre, lieber Michael. Das ist nun nicht wahr. Du hältst uns nicht auf. Nein, nein. Ja. Nein. Mach dir da mal keine Sorgen drum. Ja? Aber wie gesagt, keine große Einführung weiterhin. Wir sind in Kapitel 9, das heißt Hitlers Kampf gegen die Kirchen. Und wir sind da verblieben am Anfang auf Seite 3, aber ich gehe halt immer noch mal ein wenig zurück, habe mir hier eine Note genommen, dass ich hier Lesung 2 anfangen soll. Der Absatz war schon gelesen und besprochen, aber das ist nur, um uns wieder in die Stimmung zu bringen, dass wir jetzt da weiterlesen, dass wir eben noch mal da reingehen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, Stunde der Wahrheit hat hier ausgedient für einen Moment, dann machen wir das hier, weil um diese Buchlesung geht's. Und dann machen wir jetzt mal weiter und lesen hier in diesem wunderbaren Kapitel von diesem tollen Buch, das Viktor uns übersetzt hat, hier weiter. Um zu verstehen, sagt der Autor, was mit der katholischen Kirche in Deutschland passiert ist, ist es notwendig, auf die Zeit von Antichrist Papst Leo dem 13. zurückzublicken, der für seinen unerbittlichen Widerstand gegenüber den liberalen Verfassungen der Staaten bekannt ist. Um dem zunehmenden Einfluss des Liberalismus des 19. Jahrhunderts auf die katholischen Länder entgegenzuwirken, forderte Antichrist Papst Leo der 13. die katholischen Führer auf der ganzen Welt auf, katholische Parteien in der Politik zu bilden. Also wer denkt, dass die römisch-katholische Kirche lediglich eine geistige Macht ist, der sollte sich diesen Satz einmal wirklich hinter die Ohren schreiben. Er dachte, wenn solche katholischen Parteien sich aktiv an der parlamentarischen Politik beteiligen würden, dann würden sie, indem sie das Gleichgewicht der Kräfte sichern, den Sieg der Kirche erringen. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass ein römischer Katholik seine erste Treue schwört an den Papst in Rom und nicht an dem Land, den er dient. Wenn ich also einem Katholiken eine politische Machtposition in meinem Land gebe, wem dient er dann?
Der Autor fährt fort und sagt, er hoffte sogar, dass diese katholischen Parteien schließlich eine demokratische Mehrheit erreichen würden, die es ihnen ermöglichen würde, die vollständige Kontrolle über die Regierungen zu erlangen. Damit würde also genau das passieren, was der Papst sich schon seit damals 500 Jahren beinahe, über 400 Jahren beinahe gewünscht hat, nämlich, dass seine verlorene Macht durch die Reformation wieder zurückkommt, wo er die Könige und Kaiser eingesetzt hat. Darüber habe ich heute gerade in Romanismus und die Reformation einen ganz tollen Absatz gelesen. Und wow, ich kann euch sagen, die Lesung wird sowas von toll. Das ist mit diesem hier gar nicht zu vergleichen. Da gehen wir so tief in solche Sachen rein. Und obwohl das Buch von Henry Gretton Guinness von 1888 ist, kann man viele Dinge, die man aus diesem Buch von 1942 oder auch die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris von 1975 oder von Tapper Sorcy's Herrscher des Bösen von 1996 gelesen hat, wunderbar mit integrieren. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Sache. Und natürlich auch vieles, was wir in Griesinger gelesen hatten. Aber das ist wirklich der Punkt. Der Papst hatte sich da erhofft, durch die vollständige Kontrolle dieser Parteien natürlich wieder die Regierung zu bekommen und mit anderen Worten wieder in den Ländern zu bestimmen, was tatsächlich passieren soll. Was jedoch tatsächlich geschah, sagt der Autor, war das genaue Gegenteil. Die katholischen Parteien gerieten allmählich unter den Einfluss ihrer liberalen Gegner und kopierten viele ihrer Ideen. So wurde in Italien die katholische Partei zur liberalen Volkspartei, die vom jetzt im Exil lebenden Priester Don Sturzo angeführt wurde. In Deutschland transformierten sie zur liberalen Zentrumspartei. Wie gesagt, jeder Katholik, in welcher Partei auch immer, hat seine erste Treue gilt dem Papst. Und eben dadurch sind alle Parteien katholisch infiltriert und dienen dem Papst sowieso. Seht euch dafür fürs bessere Verständnis nochmal das erste Kapitel von Herrscher des Bösen aus der Buchlesung an. Ja? Okay, es wurden erst katholische Parteien gegründet, um dafür zu sorgen, katholische Interessen in der Politik durchzusetzen, aber direkt gleichzeitig haben sie auch alle anderen Parteien, die eben auch gegründet wurden, dafür gesorgt, dass die auch von Katholiken infiltriert werden und deswegen tanzen alle Parteien nach der Pfeife des Papstes. Das war damals so und das war heute so. Damals war es vielleicht noch nicht ganz so deutlich, aber heute ist es ziemlich deutlich. Und keine einzige Partei, das muss ich nochmal eben ganz deutlich sagen, bevor wir jetzt wirklich in die Buchlesung reingehen, keine einzige Partei, die, und ich spreche jetzt ganz spezifisch von Deutschland, weil ich spreche ja hier für meine deutschen Brüder und Schwestern, um den deutsche Geschichte und deutsche Politik zu erklären, so wie sie damals war und wie sie heute ist. Keine einzige Partei in diesem Mehrparteiensystem, in diesem BRD-Staat, ob das die CDU ist, die SPD, die FDP, die Grünen, die Linken, die AfD, die, weiß ich nicht, gibt es die NPD eigentlich noch oder haben sie die inzwischen verboten und so weiter und so weiter. All diese Parteien. Es gibt keine einzige Partei, die zugelassen ist und die in eine Position kommt, in der sie auch tatsächlich irgendeine Macht ausüben kann, die sich nicht unterschickt an die Statuten der römisch-katholischen Kirche. Weil wenn eine Partei das nicht tut und nicht den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes akzeptiert, dann bekommt sie nicht die Möglichkeit, in eine Machtposition zu kommen. Weil der Papst oder die römisch-katholische Kirche, die Jesuiten im Speziellen, kontrollieren alle Seiten. Von daher spielt es in Deutschland keine Rolle, ob die SPD an der Macht ist oder die CDU. Oder wie im Augenblick SPD und CDU zusammen. Was ja auch ein bisschen komisch ist, ne? Wir schmeißen links und rechts zusammen. Was ist denn das eigentlich für eine Politik? Wofür stehen denn die Parteien überhaupt noch? Gibt es eine Partei auf dem linken Sektor, die noch irgendwas für links steht, oder eine Partei auf dem rechten Sektor, die irgendwas für rechts steht, wenn sich links und rechts auf die Art und Weise vermischen? Ja, Michael, sag mal bitte was dazu. Hatten wir doch alle schon mal. Waren doch alle schon mal da gewesen. Wir hatten ja schon mal eine große Koalition in Deutschland. Ja, ja. Aber mehrfach sogar. Mehrfach sogar, ja. Mhm. Stimmt. Ja. Und dann gehen wir mit der großen Koalition, gehen wir halt einfach wieder in die Richtung, dann haben wir einen Parteizwang und damit ist halt jegliche Opposition eigentlich sinnlos. Ja. Aber es ist halt einfach so ein bisschen so Brot und Spiele fürs Volk. Fraktionszwang nennen sie das, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Zwang auf jeden Fall.
wie gesagt, das ist alles nur Theater. Und diese Lesung und was wir hier jetzt gerade gelernt haben, in diesem kleinen Absatz, den ich gelesen habe, soll uns helfen, eben genau das zu verstehen. Dieser liberale Einfluss, fährt der Autor fort, der katholischen Parteien wurde so groß, dass der Heilige Stuhl die katholischen politischen Tendenzen als eine ernste Gefahr ansah, die die rechtliche und politische Einheit der Kirche bedrohte. Diese katholischen Parteien wurden mit dem liberalen Geist der Französischen Revolution von 1789 infiltriert. Die Ideen der Menschenrechte, die Ideen der religiösen Toleranz, die Ideen der Gewissens-, der Rede- und sogar der Pressefreiheit wurden von einer großen Zahl katholischer Politiker und vieler niederer Geistlicher übernommen. Das ist richtig. Da will ich dem Autor überhaupt nicht gegensprechen. Aber wovon wir uns bewusst sein müssen, ist, dass Punkte, die hier drinstehen, wie zum Beispiel die Pressefreiheit, ja nur eine vorgespielte Freiheit ist. Es hat im ganzen Lauf der Geschichte niemals wirkliche Pressefreiheit gegeben, weil die Presse von Anfang an römisch-katholisch kontrolliert war. Nun, ihr kennt natürlich meine Papiere, auf die ich immer wieder verweise. Miranda Prosus zum Beispiel. Ich hole das Bild jetzt mal eben hier mit bei. Ja. Miranda Prosus, in dem die römisch-katholische Kirche behauptet, sie alleine hätte das Recht, Rundfunk, Fernsehen, Radio, also Rundfunk, Fernsehen, Presse und Filmwelt zu kontrollieren. Wie gesagt, Miranda Prosus ist von 1957, Inter Mirifica danach von 1963, damals gab es noch kein Internet, damals gab es noch keine, wie wir sie heute nennen, sozialen Medien, aber die fallen dann natürlich auch drunter, genauso wie die alternativen Medien. Und jeder, der sagt, aber es gab doch zu Anfang freie Presseagenturen, die älteste Presseagentur, die ich kenne, ist Reuters. Und Reuters wurde von den Rothschilds aufgekauft. Und wir wissen, dass die Rothschilds die Hüter des Vatikanschatzes sind. Ja? Mhm. Es gibt keine freien Presseagenturen. Es gibt keine freien Verlage. Die einzigen kleinen freien Verlage, die es vielleicht wirklich gibt, also das will ich jetzt mal gar nicht sagen, dass es die überhaupt nicht gibt, aber die haben keine Reichweite. Die erreichen ein paar hundert oder ein paar tausend Leser in einem Volk von über 80 Millionen. Wen interessiert denn das? Ja? Die Eiche juckt's doch auch nicht, wenn der Hase seinen Hintern am Stamm abwischt. Ne? Dafür ist sie viel zu groß und mächtig. Und genau so ist das in der Presse auch. Es gibt nur eine uns versprochene Pressefreiheit. Und es gibt dann tatsächlich Zeitschriften und Zeitungen, die positionieren sich auf der linken Seite der Politik und andere wieder auf der rechten Seite der Politik. Und damit wird uns suggeriert, dass die Presse tatsächlich frei und unabhängig ist. Aber die linke und die rechte Seite wird hinter den Schirmen von denselben Leuten kontrolliert. Und von daher ist das alles reiner Nonsens. Ja, das muss man mal so sehen. Hier Miranda Prosus mit dem Bild von Papst Pius XII. Veröffentlicht am 8. September 1957. Wolltest du noch etwas sagen, Michael? Ja, das geht ja schon ganz, ganz weit zurück. In Deutschland haben wir noch eine spezielle Situation durch dieses Alliiertenkontrollgesetz. Und insgesamt haben wir ja die Bildung der großen Nachrichtenagenturen um 1850 herum von Reuters und von Associated Press. AP, ja. Ja, ja, genau. Und dem liegt zugrunde dem Geheimvertrag von Verona, wo die Kontrolle der Presse schon durch die Jesuiten festgeschrieben worden ist, aus dem Jahre 1822. Also ja, das sind interessante drei Verträge da. Ne? Wir haben den Vertrag von Wien, den Kongress von Wien, wir haben den Kongress von Verona und wir haben den Kongress von Chiri. Und die Amerikaner sind darüber viel besser informiert, weil die hatten mal einen amerikanischen Präsidenten mit Namen Monroe. Und der hat eine sogenannte Monroe-Doktrin herausgebracht, indem er damals die europäischen Völker ganz deutlich gewarnt hat, mischt euch nicht in die amerikanische Politik ein, sonst wird's euch schlecht ergehen.
Mehr oder weniger. Da kommt die Monroe-Doktrin ja. drauf hinaus, könnte ich ja mal selbst Jede Einmischung in die amerikanische Politik gilt so quasi wie eine Kriegserklärung. Wird als ein kriegerischer Akt ersehen. Genau. Ja, das ist richtig. So ist das formuliert gewesen. Und das hat er natürlich gemacht, eben weil er von diesen Verträgen, von diesen geheimen Treffen wusste. Ja? Den Vertrag von Wien von 1815, der ist ja nicht so geheim, das kennen die meisten, weil das war das Ende von Napoleon nach Waterloo. Aber dass es da noch zwei andere Treffen gab in Chiri und in Verona, das ist den meisten Leuten überhaupt nicht bekannt. Und das ist eine Sache, kann man sich auch selbst mal ein bisschen mit beschäftigen und kann man selbst mal ein wenig nachforschen. Und wie gesagt, eben weil diese Dinge da festgelegt wurden, dass damals die europäischen Königshäuser sich zusammen mit dem Vatikan und den Jesuiten an einen Tisch gesetzt haben und dafür gesorgt haben, dass sie sagen von, ja gut, wenn zum Beispiel jetzt in Europa wir eine parlamentarische Monarchie haben, wie zum Beispiel hier in Belgien, wo ich lebe, oder auch in den Niederlanden hier nördlich von mir, oder auch wie in Dänemark oder Norwegen oder wo auch immer noch in Europa diese Monarchien herrschen, das sind ja keine absoluten Monarchien mehr, das sind nur noch parlamentarische Monarchien. Und da muss eben sichergestellt werden, dass wenn der König ihnen nicht mehr wenn der König nicht mehr direkt in die Politik eingreifen kann oder der Politik sagen kann, was zu tun und zu lassen ist, dann muss das darüber passieren, dass der König die Parteien kontrolliert. Und anstatt der König die Parteien kontrolliert, kontrolliert eben der Papst die Parteien. Und das ist genauso gut, weil der Papst kontrolliert ja den König auch. Also, das ist der Punkt, auf den es hinauskommt. Und Pressefreiheit, Entschuldigung, nein, Pressefreiheit haben wir nie gekannt. Wurde uns nie gegeben und wird es auch nie geben. Und darüber spricht ja auch die ganze Zensur, die wir im Internet ständig mitmachen, auch. Das ist ja den meisten auch ziemlich bekannt. Ja? Also die Ideen der Menschenrechte, der religiösen Toleranz, der Gewissensrede und Pressefreiheit wurden von einer großen Zahl katholischer Politiker und vieler niedriger Geistiger übernommen. Diese waren dann halt eben infiltriert mit dem liberalen Geist, der weggeht von dem Ultramontanismus. Und die von daher auch im Laufe der Zeit, die kommt, beseitigt werden mussten. Und Pressefreiheit, wie gesagt, hat es nie gegeben. Ja, beste Beispiel ist ja nun mal halt Deutschland, denn da hatten wir einen Propagandaminister und ein Propagandaministerium. Ja, und alle zerfleischen sich da die Mäuler drüber, wie alles so schrecklich und schlimm und alles gewesen ist, was es ja de facto war. Aber heute ist ja nicht so viel anders, denn heutzutage kriegt man ja keine Nachrichten oder Neuigkeiten, sondern man kriegt heutzutage vorgefertigte Meinungen. Ja, man kriegt ja schon heutzutage die Interpretation der Nachricht direkt mitgeliefert. Ja, so, Frau Merkel, das musste so passieren oder so. Ja, so wie vorgestern der Titelüberschrift der Bild-Zeitung lautete. Und das ist halt einfach eben, das sind eben keine Nachrichten oder Neuigkeiten, das ist einfach alles Propaganda. Woher weißt du denn, wie die Titel der Bildzeitung vor ein paar Tagen war? Weil ich jeden Tag zur Post gehe und da zwangsläufig an dem Aushang zwischen den Drogen, die verkaufen, also Tabak, und der Propaganda, die da aushängt, vorbei muss. Und deswegen sehe ich jeden Tag die komplette deutsche Presse auf einen Blick. Ach so, okay. Völlig, völlig unverbindlich, und ich wundere mich immer, wenn ich morgens dahin gehe, dann liegen da ganz viele Zeitschriften, und wenn ich abends da vorbeigehe, liegen da kaum noch Zeitschriften, und ich wundere mich immer, wie die Leute denn aussehen mögen, die diese Zeitschriften kaufen, denn das Problem ist ja nicht, dass es diese Zeitschriften gibt, das Problem sind die Leute, die diese Zeitschriften konsumieren. Das ist ja für mich unbegreiflich, wie man für den Mist auch noch Geld ausgeben kann. Ich habe zweimal in meinem Leben eine Bildzeitung gekauft. Das war beides Mal aufgrund dessen, dass unser Deutschlehrer gesagt hat, wir müssen das jetzt tun. Das war irgendwann im 7. und im 10. Schuljahr oder sowas. Aber das war noch die einzige Mal, ich mir eine Bildzeitung gekauft habe. Aber es gibt halt einfach Leute, die informieren sich darüber, und ich verstehe das gar nicht. Wenn es jetzt die englische Sun wäre, würde ich es noch verstehen. Die hat auf Seite 3 interessante Kommentare. Aber interessante Kommentare? Ja, ja. ja mit, Zeit, ne? mit barbusigen ja. Frauen hauptsächlich. Ja, ne? Ach, jetzt lass die Leute doch auch mal mitdenken. Das hat die Bild doch auch, die hat doch auch so ein Seite 3 Girl, oder? Das weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich lese sie. Also ich habe die Bild-Zeitung öfter gelesen, als ich damals in der Lehre war, in den 80er Jahren.
Als ich mit der S-Bahn von Blankenese bis zum Hauptbahnhof gefahren bin, da hat man ja ab und zu mal Zeitung gelesen. Und ja, mein Vater hat immer die Morgenpost gelesen und ich habe dann allein schon aus Rebellion dann die Bild-Zeitung gelesen. Aber man muss sich ja mit irgendwas amüsieren, aber da gibt es doch auch das Seite 3, wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß es, aber... Ja, aber im Endeffekt ist es so. Das Problem ist nicht, dass wir dazugemüllt werden. Das Problem ist, dass die Leute es nicht einfach nicht verstehen, weil die halt einfach der Meinung sind, das ist richtig, die Mehrheit macht das so, das muss schon so richtig sein. Die wissen schon, was sie tun. Und das ist ja gerade der Gag dabei. Die haben immer noch eine Auflage von, weiß ich nicht, vielleicht 1 Million oder so. Welche Leute sind das, die das kaufen? Ich weiß nicht, damals hatte die Bild-Zeitung eine Auflage von 10 Millionen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ist es alles sehr stark zurückgegangen, aber meine Erklärung wäre jetzt ganz einfach, Bildzeitung lesen die Leute, die ihre Brille vergessen haben. Weil die großen Buchstaben dann leichter zu entziffern ganz sind, genau. Ja. Ja. Das ist schon nicht ganz unrecht. Sehr wohlwollend. Sehr euphemistisch. Okay, gerne mal, machen wir mal weiter, würde ich sagen. Machen wir mal weiter, ja, falls dem Victor nicht irgendwas einfällt, was er da noch zu sagen möchte. Ach gut, ich würde jetzt nur noch mal sagen oder das zusammenfassen in meinen Worten, dass das natürlich auch noch mal so ein bisschen diesen ultramontanen oder universellen Machtanspruch, der mit dem Amt des Papstes einhergeht, dass das so ganz gut damit übereinstimmt. Also wenn ich mir das Gesamtbild angucke, dann darf ja dieser Teil auch nicht fehlen, ne? Dass man auch natürlich über die Presse die Zügel anlegt. Und darüber dann auch bestimmt. Ja. Es gab mal einen CIA-Vorsitzenden, ich glaube in den 60er Jahren. Ich komme jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Mal sehen, ob ich das Zitat hier habe. Alan Dulles? Nee. Alan Dulles war zwar Malteserritter und Chef in der CIA, aber... Nee, es war Casey. William Casey. Hier. Da ist das Zitat. So gut kenne ich meinen Computer. Wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm komplettiert ist, wenn alles, was das amerikanische Publikum glaubt, falsch ist. William Casey, CIA-Direktor und Malteserretter 1981. Und in Deutschland, meine Lieben, ist das nicht viel anders. So viel zur Pressefreiheit. Wenn ein Land doch irgendwo für Pressefreiheit steht, im Gedanken oder in den Köpfen von vielen Leuten, dann ist es doch die Vereinigten Staaten von Amerika, oder? Ja, in China ist auch nicht viel besser, ne? Ne, boah, okay, das ist ja nun ziemlich offensichtlich. Ich meine, von einem Land wie China weiß ja jeder mehr oder weniger, dass da keine Wahrheit rauskommt. Das ist ja öffentlich sozusagen kommunistisch. Das gibt ja öffentlich zu, dass es auf dieser Seite steht. Aber Amerika gibt sich doch aus als eine wunderbare Demokratie. Ja? Also von daher... Dieses Bild hier, meine Lieben, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm komplett ist oder vollständig ist, wenn alles, was das amerikanische Volk glaubt, falsch ist. Ja, übrigens, für einige Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, eine Demonstration. Schön das Schachbrettmuster hier, ne? Schwarz-Weiß. Mhm. Die Zentrale Informationsagentur CIA, das eigentlich heißt Catholics in Action, also Katholiken in Aktion, besitzt jede wichtige besitzt jeden von Wichtigkeit in den Mainstream-Medien, wie wir das heute übersetzen würden. Auch das ein Ausspruch von dem früheren CIA-Direktor William Colby. Ja? William Colby hier und William Casey da. Ne? Die Williams, das sind ganz schlechte Leute. Ne? Ja, CIA, Catholics in Action, das heißt es eigentlich. Sollte man auch mal wissen. Gut, übrigens, was hat denn der Papst dazu zu sagen? Die Kirche kann nicht ohne die katholische Aktion. CIA. Da sagt er das ein wenig verblümt. Der sogenannte gesegnete Johannes Paul II., den wir hier im Bild sehen. Gut, aber fangen wir weiter mit unserer Lesung.
Die Ideen der Menschenrechte, der religiösen Toleranz, der Gewissensrede und Pressefreiheit wurden von einer großen Zahl katholischer Politiker und vieler niederer Geistlicher übernommen, die also damit liberales Geistesgut übernommen haben und von daher von dem ultramontanen Führungsanspruch des Papstes abgewichen sind, und mit diesen wird dann eben auch später abgerechnet. Deswegen lesen wir ja eben dieses Kapitel, Hitlers Kampf gegen die Kirchen, heißt es ja, wenn ich mich richtig erinnere. So ausgeprägt, oh ja, jetzt wird's interessant, so ausgeprägt war dieser Trend der katholischen Politik in den Vereinigten Staaten, als zum Beispiel Alfred E. Smith 1928 für die Präsidentschaft vorgeschlagen wurde, waren der Vatikan und die katholischen Bischöfe in Europa schockiert zu hören, dass Mr. Smith von Priestern dazu aufgefordert worden war, jene Prinzipien zu verkünden, die nicht nur eine Sache der Gunst, wie er zuerst sagte, sondern auch eine Frage des angeborenen Rechts sei. Jetzt sagt ihr euch vielleicht von Alfred E. Smith, da habe ich ja noch nie von gehört. Ja, hört da mal jetzt hier. Aus Wikipedia über das Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner, also wenn wir das ins Deutsche probieren zu übersetzen, das tut nämlich Wikipedia nicht, das heißt das Alfred E. Schmidt Erinnerungsgründungsdinner. Ja, also für diesen Menschen wurde extra ein Abendessen in Erinnerung gerufen zu einem wohltätigen Zweck in seiner Erinnerung. Und das heißt aus Wikipedia, lese ich euch mal eben vor, das Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner, allgemein als L. Smith Dinner bekannt, ist ein jährliches Abendessen, das dazu dient, Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Organisiert wird es von der römisch-katholischen Kirche und abgehalten wird es im Waldorf Astoria Hotel in New York. Es findet immer am dritten Donnerstag des Oktobers statt. Organisiert wird es von der Alfred E. Smith Memorial Foundation, die den ehemaligen New Yorker Gouverneur L. Smith ehrt. Gastgeber ist der Erzbischof von New York. Meine dreiteilige Serie Donaldus Trumpius, das ist eine englische Hour of the Truth Serie in drei Teilen, analysiert dieses Dinner mit Hillary Clinton und Donaldus Trumpius von 2016. Den Link für den ersten Teil lasse ich euch hier drin. Und dann möchte ich euch das gerne mal eben zeigen. Da schauen wir mal eben. Habe ich das unter Dinner vielleicht gespeichert? Das ist ein schönes Bild. Das kenne ich. Ja, da sind ein paar schöne Bilder. Aber ich weiß nicht, unter welchem Namen ich das hier gespeichert habe. Da muss ich mal eben schauen. Vielleicht unter Smith. Na, das ist von der Titanic hier. Captain Smith, der ist es auch nicht. Dann nehmen wir mal Trump. Dann finde ich das sicher. Unter Trump habe ich das irgendwo gespeichert. Da gibt es ja dieses Bild, wo der Trump, komm, du bleib doch endlich mal stehen hier, Mensch. Hillary Clinton, ja, genau. Und Donald Trump, ne? Donald Trump sehen wir hier auf der linken Seite von Cardinal Dolan. Ja? Cardinal Dolan ist der höchste, also man würde damals wahrscheinlich gesagt haben, der Nunzio, der höchste katholische Vertreter in den Vereinigten Staaten von Amerika, und zu seiner Rechten sehen wir hier Hillary Clinton. Ja, auch komisch, dass die linke Politikerin rechts sitzt und der rechte Politiker links, wie auch immer. Die amüsieren sich königlich hier, ne? Das ist aufgenommen von dem L. Smith Dinner 2016, kurz vor der Präsidentschaftswahl in 2016, aus der Donald Trump dann als Sieger vorkam. Und in meinen Videos, Donaldus Trumpius, drei Stück in englischer Sprache, wird dieses Dinner teilweise mit eingebracht. Also da könnt ihr euch anhören, was die Hillary Clinton dazu sagen hat. Da spricht sie über ihren Vizepräsidentschaftskandidaten, den sie so sehr schätzt, weil der eine wunderbare jesuitische Schulung unterlaufen hat. Und da hören wir Donald Trump auch sprechen. Und wie er dann sogar sagt, mehr oder weniger, das ist dann in einem anderen Moment in dem Video, ich kämpfe für die Katholiken. Ja? Wollen wir eben gucken, was habe ich noch hier? Donald Trump, ja, das ist das Bild von dem Video. Ich glaube, das hier ist noch besser. Donaldus Trumpius. Ja? So habe ich dann auch den Avatar einen gemacht von dem Bild. Halt,
den Namen Donald Trump habe ich hier romanisiert, um deutlich zu machen, auch hier mit dem Fasci, was er hier hat, und die goldene Ehre, die Lorbeerblätter hier, um eben deutlich zu machen, dass Donald Trump nichts anderes ist als eine Puppe an den Fäden des Vatikan, des Papstes. Und habe ich da noch irgendwo das Bild? Hier zum Beispiel. Trump hat einen Bericht für die Amerikaner. Das ist offiziell aus einem Brief, das er geschrieben hat an eine katholische Vereinigung, der er leider absagen musste, dort aufzutreten. Und er hatte denen gesagt, ich habe eine Nachricht für euch Katholiken. Ja, also ihr schlagt mich nicht tot wegen dem Wort Nachricht. Das steht hier halt. Message, Nachricht. Ich habe eine Nachricht für Katholiken. Ich bin für euch da. Ich werde mit euch stehen. Ich werde für euch kämpfen. Und das ist ein protestantischer Präsident, der für Katholiken kämpft. Ich dachte, die Protestanten und die Katholiken sind etwas, die sich direkt gegenüberstehen und eine unvereinbare Doktrin, die sie trennt, haben. Nicht so, wenn man dem amerikanischen Präsidenten glauben kann. Ne? Wer Englisch kann, sollte sich die Videos mal angucken. Gibt es einige interessante Bilder hier, die ich hier habe. Aber ja, sag mal, Michael. Das kann man noch weiterführen. Ein protestantischer Präsident, der für Katholiken kämpft, dessen zwei Töchter jüdischen Glauben angehören, jüdisch verheiratet sind und den. Ja, und da war noch was. Ach ja, und der auf einer Jesuiten-Universität gewesen ist. Und drei seiner Kinder, eine Tochter und ein Sohn, sind ausgebildet an der Pennsylvania University, eine jesuitische Schule. Er selber war auch an der Penn U für, ich glaube, 2 Jahre oder 3 Jahre. Sein ältester Sohn Eric ist abstudiert an Georgetown Universität. Und Donald Trump selber hat 2 Jahre in Fordham durchgebracht. Fordham ist die meist angesehenste Jesuiten-Universität an der Ostküste der Vereinigten Staaten, ja, bei New York. Das mal eben nebenbei zu den Leuten, die Trump so einen tollen Typen finden und keine Ahnung haben. Ja. Wie gesagt, das Al Smith Dinner, das ist das findet heute jedes Jahr noch statt. Natürlich im Waldorf Astoria. Vornehm geht die Welt zugrunde, ne? Oder wie sagen wir dann in Deutsch? Und das Dinner kostet da ein paar tausend Dollar. Da kriegt man dann ein bisschen was zu essen aufgeschüsselt und das Geld wird dann für katholische Zwecke gespendet. Ja? Über diesen Al Smith lesen wir jetzt hier in dem Buch Hinter den Diktatoren. So ausgeprägt war dieser Trend der katholischen Politik in den Vereinigten Staaten, als zum Beispiel dann Alfred E. Smith, zu dessen Ehren dieses Dinner jährlich abgehalten wird, für die Präsidentschaft vorgeschlagen wurde. Das war nämlich der erste katholische Präsidentschaftskandidat in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ihr müsst das verstehen, die Vereinigten Staaten von Amerika hatten natürlich ein Problem mit den Katholiken in ihrem Land, weil sie eine Vorgeschichte hatten, die sie noch ganz gut kannten, über die Anschläge von Lincoln. Und seit den Anschlägen von Lincoln hat ja auch die amerikanische Regierung keine diplomatischen Beziehungen mehr mit dem Heiligen Stuhl unterhalten. Und das damals war Amerika, also wir sprechen hier jetzt von den 20er, 30er, 40er Jahren, vor allen Dingen 20er Jahre, da war Amerika noch ziemlich antikatholisch. Und dann diesen Alfred E. Smith als Präsidentschaftskandidaten da zu haben, das war für viele Amerikaner ein wirklicher Affront. Und den haben sie jetzt im Grunde zu einem, ich sage jetzt mal, Märtyrer gemacht. Damit, dass sie ihm jedes Jahr dieses Dinner widmen und ordentlich Geld für die Sache spenden in seinem Namen, nach dem Motto. Ja? Und dieser Smith sagte, er hat Priester dazu aufgefordert, oder er wäre von Priestern dazu aufgefordert worden, jene Prinzipien zu verkünden, die nicht nur eine Sache der Gunst, sondern auch eine Frage des angeborenen Rechts sei. Dies war reine Häresie. Also, entgegen der römisch-katholischen Kirche. Und nach Mr. Smiths Niederlage bei den Wahlen im Jahre 1928 tadelte der Vatikan diejenigen, die den ehemaligen Gouverneur von New York empfohlen hatten. Schließlich steht die liberale Doktrin ganz im Widerspruch zur offiziellen katholischen Ideologie. So,
Und jetzt sehen wir mal wieder, wie heuchlerisch die Amerikaner sind und wie viel heuchlerischer daneben die römisch-katholische Kirche ist. Erst verdammt sie das, was der Smith hier sagt, und jetzt gibt es für den jedes Jahr ein Memorial, ein Erinnerungsdinner zu seinen Ehren, ja, wo der höchste katholische Vertreter in den Vereinigten Staaten, der Erzbischof von New York, immer dran teilnimmt. Letztes Jahr war es Dolan, davor war es Egan und einer, den ihr vielleicht auch noch kennt vom Namen her, das war Cardinal Spellman, der vor allen Dingen in den 60er Jahren, 50er und 60er Jahren da regiert hat und verantwortlich war hauptsächlich für den Vietnamkrieg, den man auch Spelly's War nannte, nach ja. Cardinal Spellman abgekürzt genannt. Nomen est omen, ne? Ja, Nomen est omen, ja. Am Ende des Ersten Weltkrieges hatten die katholischen Parteien begonnen, an Bedeutung zu verlieren, die sie in den Augen des Vatikans hatten, als er sie zum ersten Mal hervorbrachte. Sie wurden so in demokratische Staaten integriert, die auf einem politischen Kompromiss, auf Toleranz und der Idee der Gleichheit beruhten, so dass es schwierig war, die Bündnisse einiger katholischer Parteien mit bürgerlichen Gruppen und anderen mit sozialistischen Gruppen überhaupt zu bemerken. Es war offensichtlich geworden, dass die Kontrolle der katholischen Politik durch den Heiligen Stuhl in Rom verloren ging. Der Plan von Antichrist Papst Leo dem 13. war eine Fehlgeburt und hatte einen Boomerang gegen die wirklichen Ziele der Kirche bewirkt, die, als er sie proklamiert hatte. Ja, aber das auch nur zum Schein. Im Endeffekt wissen wir, dass durch die Infiltration der Jesuiten der Plan von Leo dem 13. am Ende aufging. Ja? Also, der Autor sagte, der Plan von Leo dem 13. war eine Fehlgeburt und hat einen Boomerang gegen die wirklichen Ziele der Kirche bewirkt, als er sie proklamiert hatte. Das katholisch-politische Handeln hatte eine Unabhängigkeit erlangt, die es zu einer Bedrohung und nicht zu einem fügsamen Instrument des Vatikans machte. Tatsächlich hatte der liberale Katholizismus, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch das Dekret der päpstlichen Unfehlbarkeit seinen Todesstoß erhalten hatte, durch die katholisch geprägten politischen Parteien ein neues Leben erhalten. Diese Parteien wurden von Antichrist Papst Leo dem 13. gegründet und unterstützt, um sich gegen die verhassten liberalen Verfassungen demokratischer Staaten zu stellen. So sah der Vatikan den Staat nach dem Ersten Weltkrieg und die Schlussfolgerungen, die er daraus zog, waren die ersten Schritte auf dem Weg zu dem, was wir heute Faschismus nennen. Viele der nicht-jesuitischen Ordensgemeinschaften in Deutschland, insbesondere die Franziskaner und Benediktiner, organisierten Bewegungen, die dem Vatikan missfielen. Die liturgische Bewegung der Benediktiner, ihr Versuch, Kontakt mit der ökumenischen evangelikalen Bewegung aufzunehmen und ihr Bemühen um eine Wiedervereinigung aller christlichen Kirchen, die Haltung der Patris Unionis, also der Väter der Einheit, die sogar bereit waren, die Dogmen der päpstlichen Unfehlbarkeit und der unbefleckten Empfängnis zu ändern, ja, von 1954 Papst Pius XII. Eingeführt, um ihrer Wiedervereinigung zu helfen, ihrer offenen und geheimen Verhandlung mit Gruppen in der anglikanischen Kirche unter der Führung des verstorbenen Kardinal Mercier, all diese liberalen Reformbewegungen wurden verurteilt, den niederen Klerus und den intelligenten Laien mit der Ketzerei des Liberalismus und des Protestantismus zu verfaulen. Der Vatikan betrachtete seine Autorität als ernsthaft bedroht von all dem und war fest entschlossen, einen unbarmherzigen Krieg gegen diesen wachsenden Liberalismus in politischen und spirituellen Angelegenheiten zu führen. Welch ein Kommentar kann der Jörg denn hier zu dem unbarmherzigen Krieg versinnen? Tja, da geht's um den Eid der Jesuiten. Ja? Auch hier sehen wir die Agenda des bekannten Jesuiteneides. Zitat: Ich verspreche und erkläre außerdem, dass ich bei Gelegenheit einen heimlichen oder offenen Krieg gegen alle Heretiker, Protestanten und Liberalen führen werde, wie es mir aufgetragen ist, sie aus dem Antlitz der ganzen Erde auszurotten und auszulöschen. Und dass ich weder Alter, Geschlecht noch Kondition verschonen werde. Und dass ich diese berüchtigten Ketzer hängen, foltern, kochen, schinden, erwürgen und lebendig begraben werde.
die Bäuche und Gebeine ihrer Frauen zerreißen und ihre Kinderköpfe gegen die Wände zerschmettern, um ihre abscheuliche Rasse für immer zu vernichten. Wenn das nicht offen geschehen kann, werde ich heimlich den vergifteten Kelch, die Strangulierungsschnur, den Stahl des Dolches oder die bleierne Kugel benutzen, ungeachtet der Ehre, des Ranges, der Würde oder der Autorität der Person oder der Personen, wie auch immer ihr Zustand im Leben sei, sei es öffentlich, sei es privat, wie ich jederzeit von irgendeinem Vertreter des Papstes oder Oberen der Bruderschaft des heiligen Glaubens der Gesellschaft Jesu geleitet werden kann. Brauchen wir wirklich noch mehr Beweise, um zu sehen, wer den Vatikan wirklich leitet? Brauchen wir wirklich noch mehr Beweise, um zu sehen, wie wahr dieser Eid ist? Wenn wir lesen, der Vatikan betrachtete seine Autorität als ernsthaft bedroht von all dem und war fest entschlossen, einen unbarmherzigen Krieg gegen diesen wachsenden Liberalismus in politischen und spirituellen Angelegenheiten zu führen, mit natürlich dem militärischen Orden, den die römisch-katholische Kirche hat. Eben die Gesellschaft Jesu. Es sollte nicht überraschen, dass Rom bei der Aussicht auf eine Wiederbelebung der lutherischen Reformation beunruhigt wurde. Friedrich Heiler, so, da muss ich mal eben das Bild mit reinnehmen, das habe ich nämlich vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Komm, such schon. Da ist Friedrich Heiler. Friedrich Heiler hat zu diesem Punkt Folgendes zu sagen. Zitat. Und das ist übrigens ein Professor an der Universität von Marburg in seiner Arbeit Im Ringen um die Kirche auf Seite 175. Da steht, diese jüngsten Tendenzen des Katholizismus haben sich in hohem Maße in Deutschland verbreitet. Der deutsche Katholizismus ist in der Tat eine besondere Art von Katholizismus, weil er, wenn auch nicht sichtbar, dem Einfluss der reformierten Kirchen der Christenheit unterworfen war und immer wieder gewisse Züge des evangelischen Christentums aufgenommen hat. Ende Zitat. Mit anderen Worten, dieser Professor von der Universität von Marburg, Heiler, gibt uns hier deutlich zu verstehen, dass er meint, dass die deutsche katholische Kirche ganz zu vergleichen ist im Geiste mit der amerikanisch-katholischen Kirche, von der ich ja bereits früher gesprochen habe. Und wir wissen, dass sie einen ganz besonderen Status genießt, eben weil sie in diesem feindlichen protestantischen Land sich entwickeln musste. Und er sagt hier von der deutschen katholischen Kirche ganz genau dasselbe. Und dadurch hat die deutsche katholische Kirche sich mehr oder weniger vom Ultramontanismus ein wenig abgewandt, oder hat den nicht mehr so stark verfolgt, wie sie ihn eigentlich hätte verfolgen sollen. Und darum wurde die deutsche katholische Kirche zu liberal. Ja, und da musste jetzt ein Österreicher kommen und damit umgehen. Das war Adolf Hitler. Aber die demokratischen Staaten, fährt der Autor fort, waren zu dieser Zeit die mächtigsten der Welt. Die katholischen Parteien waren zu stark geworden, um durch milde Proteste oder sogar durch Enzykliken aus Rom gestoppt zu werden. Repressive Aktionen, die mit Hilfe von autoritären, säkularen Regimes durchgeführt wurden, waren notwendig. Entschuldigung. So gerieten die beiden großen gegnerischen Splittergruppen innerhalb der katholischen Kirche wieder in einen gigantischen Kampf miteinander. Die eine hatte die evangelisch-katholische Idee, tief in den Herzen der wahren christlichen Gläubigen verankert, die andere, die kaltkaiserliche, sektiererische und unnachgiebige Semper Eadem römische Partei, vertreten durch den Heiligen Stuhl unter der Herrschaft der Gesellschaft der Jesuiten. Im Angesicht dieser Tatsachen muss Hitlers Kampagne gegen die Kirchen betrachtet werden. Weder Adolf Hitler noch die Jesuiten konnten Priestern und Bischöfen in Deutschland verzeihen, die sich während der Weimarer Republik für die Sache des Liberalismus und der Demokratie einsetzten. Gegen jene hat sich die katholische Repression gerichtet. Ausschließlich gegen jene. Hitler und Antichrist Papst Pius XI. Traten zusammen, um jede Spur des Liberalismus in Deutschland zu zerstören.
sowohl im sozialen und politischen Leben als auch im Bereich der Religion. Mit der Auflösung der katholischen Zentrumspartei beseitigte der Papst das letzte Hindernis für Hitlers Machtergreifung und beraubte das katholische Volk und den Klerus in Deutschland jeder politischen Mitsprache. Er hatte dasselbe für Mussolini in Italien durch die Auflösung des Partito Popolare und die Exilierung seines Priesterführers Don Sturzo getan. Durch seine katholische Aktion konzentrierte er alle katholisch-politischen Kräfte im Heiligen Stuhl. Fortan war der Vatikan frei, willkürliche Konkordate mit den faschistischen Diktaturen zu schließen. Wie bereits am Schluss des vorigen Kapitels gesagt hat, wo wir über die verschiedenen Konkordate gesprochen hatten. Der niedere Klerus in Deutschland kam nicht ohne Kampf aus. Viele trotzten Hitler und dem Papst. Einige Priester wurden eingesperrt. Selbst als der ursprüngliche Eifer von Kardinal Innitzer für Hitler und den Nationalsozialismus Anzeichen von Abkühlung zeigte, wurde Feindseligkeit gegen ihn gestiftet. Katholische Schulen, meist unter der Oberhut von liberalen, nicht jesuitisch-religiösen Orden, wurden geschlossen. Einige Leiter dieser antijesuitischen Orden wurden bestraft, weil sie versuchten, ihre Gelder zu retten, indem sie aus dem Land geschmuggelt wurden. In der Presse der Vereinigten Staaten von Amerika wurde dies Hitlers Verfolgung der katholischen Kirche genannt und diente dazu, den gemeinsamen Zweck des Nationalsozialismus und des ultramontanen Katholizismus zu verschleiern. Warum habe ich den Satz hier wohl grün unterlegt? Der gemeinsame Zweck des Nationalsozialismus und des ultramontanen Katholizismus. Ja? Die haben einen gemeinsamen Zweck. Und der Zweck heiligt die Mittel. Es gab einige leichte Proteste aus Rom, aber keine nachteiligen Maßnahmen. Selbst die Schließung katholischer Schulen in Österreich wurde fast nicht protegiert. Diese wurden vom Vatikan als nur ein kleiner Verlust im Vergleich zu dem, was durch die Beseitigung ungehorsamer Priester und ihrer liberalen Ansichten erreicht wurde, betrachtet. Das Nazi-Vatikan-Konkordat bleibt bestehen und funktioniert einwandfrei bis heute, 2018. Mit dem Aussterben des liberalen Katholizismus und der Inhaftierung liberaler protestantischer Führer triumphierte am Schluss der vatikanische Absolutismus. Von höchster Genugtuung für die Jesuiten war das Wissen um die scheinbare Auflösung des Protestantismus in Deutschland und die Tatsache, dass die pro-nationalsozialistisch-protestantischen deutschen Christen, wie Gonzague de Reynolds betont, einsehen mussten, dass eine rein religiöse Autorität wie das Papsttum abzulehnen, eine Gefahr für die Kirche und das Christentum darstellen würde. Und hier sprechen wir über das wirkliche Christentum. Hier sprechen wir über das Christentum, das begründet ist auf einen festen Glauben an die Bibel mit der Huldigung des Sabbats, wie er im Christentum beschrieben ist. Und somit wird hier Tür und Tor geöffnet für die ökumenische Bewegung, die innerhalb des nächsten Jahrhunderts dafür sorgen wird, dass es keine Kirche mehr gibt, die den Papst nicht akzeptiert. Deutsche Christen werden deutsche Katholiken. Und der Protest ist vorbei. Der Protestantismus kapituliert. Und das bringt uns zum Ende von Kapitel 9 aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, das getitelt ist Hitlers Kampf gegen die Kirchen. Und es sollte einem jeden, hoffe ich, deutlich geworden sein durch die Lesung dieses Kapitels und auch die Lesung der vorhergehenden und auch noch durch die Lesung der kommenden Kapitel, dass Hitlers Kampf gegen die Kirchen nur ein Kampf war gegen die liberalen Elemente. Und diese liberalen Elemente wurden halt ausgemacht als das schwächste Glied in der Kette. Und diese schwächsten Glieder müssen eliminiert werden, dass die Kette am Ende nicht reißt. Und das war die Politik des Nationalsozialismus gegen die Kirche
obwohl sie von der Kirche oder obwohl er, der Nationalsozialismus, von der Kirche überhaupt erst ins Leben gerufen wurde. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, das in den vorigen und dieser Lesung zu beweisen. Und damit möchte ich das Wort eben gerne geben an Michael zum Schluss. Ja, hallo Jörg, vielen Dank für die Lesung und auch die weiteren Ausführungen, die du gemacht hast. Mir bleibt jetzt eigentlich zum Schluss eine andere Anmerkung zu machen als sonst. Ich beziehe mich jetzt nicht hier unbedingt auf den Text mit Hitler und der katholischen Kirche, sondern allgemein mal kurz mit dem Begriff Hitlers Papst. Denn der kam ja nun mal halt eigentlich auch aus dem Wirkungs- und Dunstbereich in Süddeutschland, in München. Und hieß ja Eugenio Pacelli und ist ja dann nachher als Hitlers Papst 1939 in Amt und Würden gesetzt worden sozusagen. Und da sollte man vielleicht mal drüber denken, ob Hitlers Papst nicht doch eine sehr enge Bindung mit Hitler hatte. Denn die beiden kannten sich ja definitiv vorher schon. Das ist wohl richtig, ja. Und deswegen finde ich nämlich, Hitlers Papst ist dann vielleicht, es klingt auf den ersten Blick so völlig allgemein, nach dem Motto, ja gut, das war der Papst, der zu der Zeit Hitler halt im Vatikan regiert hat. Ja? Aber zum einen ist der Vatikan ja erst ein souveräner Staat seit 1929 mit dem Lateranvertrag mit Mussolini. Und zum zweiten war ja eben genau dieser Papst vorher schon in Deutschland aktiv und hat ja den Aufstieg des Österreichers quasi aus nächster Nähe mitverfolgt, um das einfach jetzt mal so ganz wertfrei zu beurteilen. Und deswegen ist es nicht nur der Papst, der zeitgleich mit Hitler regiert hat, sondern für mich der Papst, der zeitgleich mit Hitler regiert hat. Mhm. Es ist also nicht nur der Papst, der zufälligerweise da Papst gewesen ist, sondern es ist Hitlers Papst. Denn Hitler ist ja auch nie exkommuniziert worden. Nein, das ist er nicht. Er war katholisch vom Anfang bis zum Ende seines Lebens. Und darüber hinaus, da er nicht exkommuniziert wurde. Hast du recht. Ja. Aber der Ausdruck Hitlers Papst kommt natürlich hauptsächlich heutzutage noch von diesem Buch von John Cornwell, das wir hier eingeblendet sehen. Ja? Über die geheime Geschichte des Pius des XII. Mhm. Aber gut bemerkt. Ich will halt nur drauf, auf den Punkt drauf hinaus, dass er nicht zufällig zu derselben Zeit Papst gewesen ist. Also es ist halt letzten Endes so, er ist ja Papst geworden, ich drück's mal so ein bisschen unverfänglich aus, weil er es ja geschafft hat, das Konkordat zusammen mit Ludwig Kahrs von der Zentrumspartei und von Papen und so weiter halt unter Dach und Fach zu bekommen. Denn zu der Zeit war er ja noch Nunzio. Ne, zu der Zeit des Konkordats war er Staatssekretär im Vatikan. Ja, aber er hat, ja, aber ich denke, ich sag mal so, er war ja nicht ganz unerfolgreich während der Zeit, wo er in Deutschland geweiht hat. Nee. Er war ja von 1917 bis 1929 der höchste katholische Vertreter, also der höchste Vertreter des Vatikan in Deutschland als Nunzio. Ja. Erst ja. in München, in der Zeit, wo auch Hitler in München war, bis in die 20er Jahre rein. Hitler ist ja da 1923 mit seinem Putsch erst in den Knast gegangen. Mhm. Und danach ist dann Pacelli auch nach Berlin gegangen als Nunzio. Und da ist dann Hitler ja eben auch später aufgetaucht. Also mit anderen Worten, wo Eugenio Pacelli erst war, da war Hitler hinterher. Ja? Wie ein Hund, der seinem Herrchen hinterherläuft. So möchte ich es mal ausdrücken. Der Stalker. Ja. Genau. Und deswegen finde ich es halt einfach sehr interessant, mal auf die Parallele hinzuweisen. Denn da kommen wir, glaube ich, im Verlauf dieses Buches noch öfter drauf zu sprechen. Ja. Danke, Michael. Das war eine schöne Ausführung von dir. Und kriegen wir noch ein paar abschließende Worte von unserem Bruder Viktor hierzu? Ja, auf jeden Fall werde ich auch nochmal das, was wir aus diesem Kapitel erfahren haben, nochmal in meinen Worten auch nochmal so gerne wiedergeben. Und zwar, wie du richtig sagtest, Jörg, in erster Linie ging es darum, die liberalen Teile in der Kirche die zu entfernen. Und wenn man sich auch noch mal ein bisschen tiefer jetzt mit dieser Geschichte während des Dritten Reiches mit den Kirchen, also Hitlers Kampf gegen die Kirchen, sich damit auseinandersetzt,
dann wird man auch mehr und mehr feststellen, wie letztendlich das dazu dann geführt hat, dass letztendlich ja die Fäden alle wieder im Vatikan auch dann zusammenführen. Beziehungsweise man halt nicht mehr das Problem hatte mit dem niederen Klerus und liberalen Strömungen innerhalb des Klerus selbst. Und somit konnte man ja so eine Art Zentralisierung, ne, also eine Säuberung und Zentralisierung damit auch bewirken. Dass wieder alle ja politischen, sozialen Kompetenzen, alles dergleichen wieder im Vatikan zusammengeführt wird. Somit ja, möchte ich mich dann auch bedanken, wieder dabei gewesen zu sein. Freue mich auf die nächste Lesung mit euch. Habt noch einen ganz kleinen Psalm zum Ende, bevor ich mich abmelde. Gerne. Und zwar ist das Psalm 133. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Viktor. Das war ein schönes Schlusswort von dir. Und ich möchte noch mal kurz auf den Titel eingehen dieses Kapitels, der ja war Hitlers Kampf gegen die Kirche. Und ich möchte euch sagen, dass dieser Titel natürlich auf eine andere Art und Weise, nachdem wir das Kapitel gelesen haben, bitte zu verstehen ist. Hitler hat niemals gegen die Kirche gekämpft. Wenn er die liberalen, hauptsächlich katholischen Priester und natürlich alle anderen protestantischen Priester verfolgt hat, also gegen die Kirche aufgetreten ist, dann war das im Grunde ein Kampf für die Kirche, um dafür zu sorgen, dass bestimmte, nicht dem Papst willig folgende Elemente aus der Kirche ausgelöscht werden, hat er im Grunde mit seinem Kampf gegen die Kirche einen Kampf für die Kirche geleistet. Und das bitte ich, dass ihr dabei versteht. Und um das richtig gut zu verstehen, muss man an erster Stelle die Bibel verstehen. Von daher finde ich es schön, dass Bruder Viktor gerade aus dem Psalm 133 etwas vorgelesen hat, dass wir auch ein wenig uns doch zum Schluss dieses Videos darauf besinnen, dass die Bibel und die Bibel alleine das Fundament unseres Gewissens ist, dass der Gott, der uns geschaffen hat, das Fundament unseres Gewissens ist und nicht irgendein selbsterklärter Gott in Rom, der da auf einem Stuhl sitzt, in einem weißen Kleid mit roten Schuhen, mit denen er zu kennen gibt, dass er über und durch die Leichen der Märtyrer der heiligen Jesu Christi durch die Jahrhunderte gewatet ist und seine Füße rot gefärbt sind von ihrem Blut. Das muss man immer bedenken. Daher lest eure Bibel, bis wir wieder zusammenkommen zur nächsten Lesung des 10. Kapitels hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Bis dahin, Maranatha.